So, Xeo hier zurück mit Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir gegen Oogie Boogie gekämpft und haben ihn auch besiegt. Aber jetzt ist er, wie man im Hintergrund sehen kann, mit seinem Haus verschmolzen und ja, jetzt ist er groß. Müssen wir mal schauen, wie wir ihn jetzt klein bekommen. Und zwar müssen wir hier diese schwarzen Orbs in seinen Körper angreifen und da müssen wir erstmal runterspringen. Ich wollte sagen, ich mache gleich mal Aero, weil er mit dieser Laterne, die er schwingt, wirft die ganze Zeit Feuerorbs auf uns und das könnte etwas nervig werden. So, genau. Und diese Orbs muss man angreifen und die spucken anscheinend auch Flammen aus. So, und da haben wir gleich den ersten erledigt. So, und je mehr man davon besiegt, umso anstrengender wird der Kampf. Wie man sich natürlich vorstellen kann. Ich glaube, sobald man den dritten Orb zerstört hat, Safety mal heilen. Sobald man den dritten Ort zerstört hat, spawnt, glaube ich, Gegner in der Nähe. Ach, come on. Wo sind wir denn? Oh, da ist gleich noch einer. Ja, perfekt. War zwar nicht geplant, aber nicht unwillkommen. Mhm. Das war zwar auch nicht geplant, aber das ist tatsächlich doch etwas unwillkommen. Hier mal Safety. Er macht tatsächlich aber relativ wenig Schaden. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, dann schauen wir doch, dass wir wieder hochkommen. Oh Gott, die fangen... das ist die Laterne. Und da kommt gleich wieder Feuer raus. Ah, nee, ich hätte den Betäubungsschlag ausschalten sollen. Gut, jetzt haben wir den Orb zerstört. Ah, genau, das ist das, was ich meinte. Jetzt spawnen Gegner. Okay. Ich glaube, jetzt, das waren jetzt 4 Orbs insgesamt... Oh Gott, das sind insgesamt 6 Stück. Weiß ich jetzt gar nicht. Einer ist ziemlich weit oben, das weiß ich noch. Dann müssen wir wieder dorthin, wo wir gerade den... ja, müssen wieder darüber auf jeden Fall. Ich kann gerade nicht ganz beschreiben, wo der eine Orb war, den ich gerade im Kopf habe. Ja, genau, hier müssen wir hin. Und dann einfach nach oben. Und ja, ich glaube, 2 kommen noch. An der Spitze ist noch einer. Warum spawnt der jetzt erst? Boah, habe ich doch das Feuer zurückgeworfen? Sehr schön. Oh Gott. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich möchte nicht davon berührt werden. Okay. Wenn das ein Speedrun wäre, dann wäre das gerade eine ziemliche Katastrophe, was hier passiert. Aber es ist ja Gott sei Dank kein Speedrun. Aber ich komme immer wieder darauf zurück und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich ist es so ein kleiner Anspruch an mich selbst, möglichst schnell zu sein im Spiel. Okay, und Jack und Donald sind anscheinend beide tot. Und again, Safety, ein bisschen... warum hänge ich an der Kante? Schön, dass ich nur einen erwischt habe. Was passiert hier gerade? Ich... Jack, bitte sag, dass du mich... Nee, Jack kann mich nicht heilen, Quatsch. Ich bräuchte Donald. Und... Na, ich denke mal nicht, dass Donald auf die Idee kommt, mich zu heilen. Ja, er kommt aber auf die Idee, sich selber zu heilen, Dickhead. Ach komm, Kamera. Oh Gott. Ja, jetzt werden die Orbs auch ziemlich aggressiv und werfen ziemlich viele Flammen raus. Und das war's. Gut. Haben wir das auch geschafft. War ja dann doch ganz okay. Und die Kraft der Sterne erhalten. Gravitas hat sich zu Gravitra entwickelt. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Also ich glaube, jetzt ist der prozentuale Schaden, den wir machen, noch höher. Why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack.
We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. We will come up with a new recipe. Für ein besseres Halloween. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlose Halloween-Fest wohl streichen. Hier, das schenke ich dir. Sora hat Kukurbita erhalten. Hieß das so? Besuch uns jederzeit wieder, Sora. Das nächste Halloween-Fest wird das gruseligste aller Zeiten. Gefühle, Erinnerungen. Wir haben alle nötigen Zutaten benutzt. Was braucht man denn noch, um ein Herz zu machen? Was ist dein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Oh boy. Dr. Finkelstein? Ich glaube Finkelstein. Mit dieser Frage quälen sich Kingdom Hearts Fans schon seit über 10 Jahren. Spätestens seit Kingdom Hearts 2 und wo dann der Plot so richtig einfach so geworden ist. Fragen über Fragen, die beantwortet werden müssen. Wenn es so einfach wäre, dann glaube ich, gäbe es gar nicht mal so viele Probleme. Wie wir sie eben hier in diesem Spiel haben. Schauen wir doch jetzt mal. Das Schlüsselschwert, das wir gerade bekommen haben, ist dieses hier. Kukurbita war es tatsächlich. Besitzt eine lange Reichweite und führt aufeinanderfolgende Volltreffer aus. Ist das besser als Wunschgestirn? Also ich meine, es ist mehr Reichweite, mehr Angriff. Und gut, das ist aber nach jedem Combo ein Volltreffer. Was ist stärker? Weil hier haben Reichweite und mehr Power. Außerdem sieht es ganz cool aus. Ich mag das Schlüsselschwert. Wir nehmen mal das hier. Wir wollen ja auch ein paar verschiedene Schlüsselschwerter ausprobieren, ne? Und wir haben noch Fähigkeiten bekommen. Den Kräuterschutz haben wir noch bekommen. Den müssen wir unbedingt ausrüsten. Wir nehmen mal den Tech Boost Deck und... Ja, Charmeur ist ganz schön und gut. Aber wir brauchen Kräuterschutz. Falls ich das noch nicht erklärt habe. Nee, das habe ich noch nicht erklärt. Weil das war im letzten Part gegen Ui Boogie. Da haben wir diese Fähigkeit bekommen. Feinde können dich beim Wirken von Vita nicht unterbrechen. Ja, ganz genau. Also wir können jetzt in jederzeit unsere hier Vita einsetzen und müssen uns auch nicht fürchten, dass der Gegner uns da irgendwie Schaden machen kann. Wir nehmen mal Berserker bei Donut Ross und die Afro-Natur. Dann ist er schneller wieder fit, wenn er erledigt wird. Und seien wir mal ehrlich, das kommt oft vor. Wir machen mal Schamane rein und Goofy-Rakete, kann nicht schaden. Und dann als nächstes, Sora geben wir mal wieder ein paar Items, nachdem wir auch welche benutzt haben. Ja, gut. Schaut doch gut aus. Damit kann man, denke ich, mal arbeiten. Tja, Halloween Town, werde das auch geschafft. Gehen wir mal, Gummijet. Ich glaube, speichern müssen wir noch nicht. Erstmal ein Gummijet und wir haben auch gleich die Welt zur Verfügung. Sehr schön. Wie machen wir weiter? Wir haben hier noch einen... Wisst ihr was? Wir gehen erstmal zur Arena. Denn da haben wir noch einen Cup, den wir mal machen können. Den machen wir mal und dann starten wir mit der nächsten Horrorwelt. Also, Halloween Town wollte irgendwie gruselig sein. Die nächste ist wirklich der Horror, aber ungewollt. Ich sag nur, fuck this world und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht mal, wie das Song ging, den The Gamers Joint gemacht hat. Aber er war sehr passend. Also, naja, wohl. Ihr werdet sehen. Dann verliere ich ein paar mehr Worte dazu. Wir haben jetzt den Pegasus Cup. Lasst mich nochmal ganz kurz nach draußen an die Tafel schauen, an die Rangliste. Wir haben den noch nicht gemacht. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die letzte Kingdom Hearts Aufnahmesession ist wieder ein bisschen her. Und was heißt Session, also... haben wir noch gar nicht gemacht. Dann stellen wir uns den. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Kingdom Hearts aufgenommen habe, das könnte jetzt schon wieder 2 Wochen her sein. Episode Promptus sei Dank. Das kam dazwischen. Starten wir einfach mal. Ja, natürlich kennen wir die Regeln. Und die Regeln sind, es gibt keine Regeln. Draufhauen und hoffen, dass man nicht verreckt dabei. Okay. Dieses Mal müssen wir bei Nacht kämpfen. Es kann sein, dass wir ein bisschen zu stark für die Gegner sind. Oder wir sind etwa gleich auf. Das kann natürlich auch sein. Wir sind, glaube ich, etwas stärker als die Gegner. Aber das müsste okay sein, denke ich mal. Ah, die machen nicht so viel Schaden. So, wer ist der erledigt? Und ich glaube, das nächste Mal werde ich ein bisschen früher mit der Arena starten. Nicht, dass wieder der Cup so unglaublich leicht ist. Die Madigen. Mhm.
Oh ja, Donald startet wieder mit einer guten Eismagie, wie in dem einen Clip. Den schaue ich mir immer noch gerne an, wo Donald einfach Eismagie reinhaut und zusammen mit Soda den ganzen, alle Gegner auf einmal reckt. Das war ziemlich geil. Oh, okay. Da machen wir mal direkt Gravitra bereit. Oh yes, alle drei erwischt. Und da werden auch schon die ersten erledigt. Die ersten zwei und noch der nächste hinterher. Hat der mich gerade erwischt? Ich glaube nicht. Ich habe keine Schadensanimation gesehen. Entweder hat Goofy uns geschützt oder der hat einfach nur verkackt. Also dieses Fass gerade. Da haben sie aber gerade ein ganz schönes Fass aufgemacht, ne? Mein Gott, Donald ist wieder mal on fire zwischendrin. Zwischendrin macht er schon mal einen guten Job. Ne, deine Blitze lässt immer schön stecken. Aber mit Magie muss ich mich gerade aber ein bisschen zurückhalten, weil das könnte sonst ein bisschen gefährlich werden. Wenn du zusehen musst, wie dein ganzes Team erledigt wird, aber du nur leider nur ein Heiler bist. Na gut. Wow, wow. Okay, ich glaube, ich habe die MP, hatte ich die verloren? So, Betäubungsschlag. Betäubungsschlag drauf, meinte ich. Jetzt auf wen hat die Böllerwampe da gezielt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ging ein bisschen über Sodas Kopf hinaus. Ich möchte keinen Gravita einsetzen, weil ich habe gerade nicht die MP dafür. Ja, denkst du? Okay, sehr schön. Donald, du kannst doch gerne mich heilen. Ich meine, ich bin zwar... Na gut, ich bin fast bei der Hälfte. Das ist nicht so viel. Wenn es schlecht läuft, kriege ich mal übel eins aufs Gesicht und dann ist es auch schon vorbei. Ach ja, Giftfugis. Ich glaube, die hatten wir schon. Falls wir denen noch nicht begegnet sind. Die machen, ja, ihr seht schon, sie kommen da rein, machen so eine Giftattacke und werden dann zu Metall. Und dann kann man sie nicht mehr angreifen. Ja, dann sind sie immun gegen Schaden. Dann kann man dann nur warten, bis sie dann wieder angreifbar sind. Und Donald, Goofy, es macht jetzt nicht viel Sinn, sie anzugreifen. Oh, KI, please. Oh Gott, Gift. Und ich glaube, sie sind auch gegen alles an Magie immun. Warum müssen die so eng beieinander stehen? Oh, das war sehr knapp gerade. Nee, Magie bringt auch nichts. Ich glaube, das Schlauste gegen die wäre tatsächlich Stockmagie. Also, sofern Magie bei denen wirkt. Ja, Goofy, at least you tried, ne? Okay, wäre das auch erledigt. Jetzt sind wir bei... Ja, Nummer 3. Das heißt, die noch, danach noch ein Kampf und dann sind wir beim Finale. Das war gerade gruselig. Okay, warum sind die alle betäubt? Also nicht, dass ich mich dagegen hätte. Du sprengst dich nicht in die Luft. Einmal drauf, immer feste drauf, ne? Und das waren alle. Puh, das hätte gerade ganz schön in die Hose gehen können. 5 von der Sorte. Das ist fies, dass das hier der vorletzte Kampf ist. Da kommt gleich Feuer in meine Richtung. Ja, und da auch. Vor allem sind es auch 3 Böllerwampen. Es könnten auch 3 Autowampen sein. Das wäre tatsächlich ein bisschen angenehmer. What? Okay, das habe ich aber pariert. Okay, ich muss... ich muss irgendwie eine Chance finden... Irgendwie eine Chance finden, da mal effektiv Gravita reinzuhauen. Wie viele habe ich erwischt? Okay, das waren die 3. Wow, das war nice. Okay, mein zukünftiges Ich, der du das schneidest, bitte da MLG-Soundeffekte reinschneiden. Oder einfach nur ein Airhorn, das reicht mir auch. Okay, das ging nochmal gut. Hoppla. Ach, come on. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Sagt Donald da immer, let me at them? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, aber so langsam habe ich es entschlüsselt. Yes. Autowampe ist weg. Böllerwampe ist weg. Und andere Böllerwampe ist weg. Und die maximalen AP gehen hoch. Sehr schön. So, da haben wir wieder die Cloud-Pose. Und apropos Final Fantasy-Charaktere, da haben wir zwei. Yuffie und Leon sind unsere nächsten Gegner. Jetzt, ich glaube, ach ja, wir haben Leon ja damals besiegt gehabt. Okay, und wir müssen Leon erstmal ignorieren und wir müssen erstmal Yuffie erledigen, weil sie kann Leon auch heilen. Und außerdem ist sie die nervigere von beiden. So, einmal zurückwerfen. Oh, verdammt. Da hatte ich nicht wirklich die Chance auszuweichen. Das war ein bisschen schlecht getimt. Das war auch schlecht getimt. Oh, come on. Ja, das meine ich. Okay. Ah, oh, Mann, ey. Yuffie ist echt wahnsinnig nervig in dem Kampf. Okay. Ich glaube, Yuffie hat so ein Talent dafür, nervig zu sein. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist sie auch in Final Fantasy VII recht nervig. Oder zumindest, also in Crisis Core kann ich mich erinnern, war sie nervig. Ich hätte, glaube ich, doch Perforieren ausrüsten sollen. Oh, come on! Ah, Jesus! Wisst ihr was, ich mache einen kleinen Schnitt, dann sind wir gleich wieder in dem Kampf. Okay, da wären wir wieder. Dann mal schauen, ob es jetzt was wird. Ich habe jetzt ein bisschen was an der Ausrüstung geändert. Ich habe jetzt mal Perforieren ausgerüstet. Und mal schauen, ob das jetzt was wird. Yuffie und Leon, mal wieder. Der Plan ist jetzt, dass ich Yuffie ein bisschen runterboxe und dann es möglichst schnell mit dem Sonic-Stoß beende. Okay, ich muss aufpassen. Ah, okay. Hat funktioniert. Okay, komm schon. Warum betäubt das sie nicht? Warum betäubt es sie nicht? Irgendwie so. Okay. Okay, das hat wesentlich weniger Schaden gemacht als gehofft. Okay. Oh, nein, Goofy. Okay. Okay, Yuffie schon mal weg. Okay, Leon hat wesentlich mehr HP, aber das ist auch gar nicht mal so schlimm. Okay, mal lieber weg. Ich glaube, er kontert gleich. So, ich glaube, jetzt ist er angreifbar. Wir sparen mal unsere MP auf. Ja, genau, weil jetzt macht er das hier. Verstärkt jetzt sein Schwert und hat jetzt extrem viel Reichweite. Da muss ich mir unglaublich aufpassen. Oh yes, das hat gut funktioniert. Probieren wir das einfach mal. Jetzt können wir noch ein bisschen extra Schaden machen. Wer auch immer das zurückgeworfen hat, good job. Dieser Angriff. Ja, das hat so viel Reichweite. Das ist so verdammt gefährlich und außerdem macht es auch noch echt guten Schaden. Können wir auch. Und bei uns funktioniert sogar. Ich liebe die Aufwachanimation von Donald. Ich finde die irgendwie so cool. Ja, da hat es auch geklappt. Ach, diesmal wesentlich einseitiger, die ganze Sache. Obwohl, der erste Kampf war auch relativ einseitig, aber auf der anderen Seite. Und damit hätten wir auch den Pegasus Cup gewonnen. Wir bekommen jetzt auch irgendwas Cooles dafür. Glaube ich. Ja, Tontaube ist ganz cool. Das war großartig. Scheint, dass Phil einen neuen Helden trainiert hat. Ist Stärke das Wichtigste für einen Helden? Was du wirklich brauchst, ist ein starkes Herz. Bekommt man nun ein starkes Herz? Wenn du die Antwort nicht weißt, bist du kein Held. Sprich nicht in Rätseln. Das ist kein Rätsel. Tja, Sora, da musst du dir halt selber noch ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen, was einen wahren Helden ausmacht.
Dann ändern wir gleich mal wieder... Nein, die Abilities wollen wir ändern. Genau, perforieren nehmen wir wieder raus. Moment, ich werde mal sortieren. Kategorie. Yep, das schaut gut aus. Und dann haben wir hier unten perforieren und jetzt die Tontaube. Die rüsten wir mal aus. Oh nein. Obwohl die uns in der nächsten Welt nichts bringt. Rüsten wir mal nicht aus, das machen wir mal anders. Nehmen wir mal wieder den... Ach nee, den Tech-Boost lassen wir mal weg und Charmeur nehmen wir mal dafür. Das, denke ich, könnte ganz praktisch sein. Tontaube erkläre ich euch, wenn wir es dann mal wirklich benutzen. Funktioniert aber im Grunde genommen, ist es auch eine Angriffsfähigkeit wie der Sonic-Stoß. Aber das ist alles zu seiner Zeit. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal sagen, wir fangen nicht mehr mit der neuen Welt an. Also, das war's mit Kingdom Hearts für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard findet ihr noch sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und ja, im nächsten Part starten wir dann wirklich mit der neuen Welt. Bis dahin, ciao!